Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play von Let's Play Totally Immersion Racing, zu einer neuen Folge, ja. Ich habe meine Steuerung ein bisschen umgestellt, ich bin mal sehr gespannt, ob das so funktioniert, wie ich das hoffe. Und wir machen uns jetzt an den schweren V-Mac Cup. Bevor ich das aber mache, schaue ich nochmal, dass hier auch ganz sicher, der Fahrassistent wieder resettet ist, weil das V-Mac ohne ABS und Traktionskontrolle, Kontrolle, wäre schon ein bisschen eine Katastrophe. Jo, da ist er also. Ich bin gespannt. Kriege ich den hin? Weiterhin habe ich meine Steuerung ein bisschen umgestellt, weil mein Daumen immer noch wehtut von dem vielen, wisst ihr schon. Weshalb ich doch mal sehr hoffe, dass es jetzt besser geht. Auch oder dass es überhaupt geht. Ich habe jetzt auf meinem Zeigefinger hinten an der Schultertaste habe ich jetzt Gas und an meinem Zeigefinger auf der anderen Seite habe ich Bremse, ja. Gucken wir mal. Mach mal. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Und da schlittern wir. So. Dann sehen wir hier. Und genau. Ja. Perfekt. Sag mal, ist das denen denn nicht aufgefallen, dass ihr Wagen verdammt, zwar verdammt schnell, aber verdammt rutschig ist? Fahr eine ordentliche Runde. Dann stelle ich deinen Wagen auf höhere Geschwindigkeit ein. Ganz ruhig. Okay. Also eins steht fest, Automatikbremse kriegt ihr im nächsten Cup gezeigt, ja. Definitiv, wenn ich nicht mit V-Mac alleine fahre, brauche ich definitiv eine Hilfe. Ja, ich denke, das kriege ich hin. Ja, der lässt sich schon fahren. Der war früher, ist der mir schlimmer in Erinnerung geblieben. Doch, der geht. Der geht. Wie die Zeiten sind, weiß ich jetzt nicht, aber der geht. Er rutscht halt extremst, ja. Aber was willst du machen? Ist halt nun mal so. Musst du mit leben. Vielleicht hilft uns ja auch der Kerl, der hier alles einstellt und so. Der Graham Johnson, der auch gleichzeitig dessen Namen ich vergessen habe, ist, ja. Graham Johnson war einfach ein Name, der ist dir im Kopf geblieben, ja. Das sollte ich nicht machen im Rennen. So. Ja, perfekt. Ach, guck mal, hier kann man übrigens auch im Training und auch im Rennen und auch in der Qualifikation in die Box fahren, falls man Bock hat, ja. Soll ich das mal zeigen? Ich meine, das haben wir ja noch nie gesehen. Ja, okay, die Zeit geht. Sie geht. Ich habe die Gänge verändert. Probier mal, ob das hilft. Das ist nicht mein Problem. Lieber Graham Johnson oder wie du auch immer jetzt heißt, nach deiner vermutlich 30. Umoperation und Umbenennung, das ist nicht das Problem. Kümmere dich bitte um das Problem, dass der Wagen sehr stark rutscht. Das wäre ganz geil, ja, weil das ist ein ziemliches Problem, dass der Wagen ganz schön stark rutscht, ja. Also ist mein voller Ernst, ja. Ich hab Probleme mit dem Rutschen des Wagens. Hier zum Beispiel. Du hast einen schönen Start gehabt und in der ersten Etappe eine gute Zeit hingelegt. Na, das ist ja alles bestens. Oh, der war nicht ganz so geil genommen. Aber bis hierhin kriege ich ihn echt auf die Reihe, wow. Also war Silverstone tatsächlich keine Ausnahme. Ich kann ihn fahren. Zumindest bis ich wieder in der Bande liege. Aber es geht. Okay, das freut mich auf jeden Fall. Also ich hatte den ja ganz anders in Erinnerung. Wenn jetzt die KI oder die Gegner allgemein einfach keine Arschlöcher sind, wenn du dieses Tempo halten kannst, schlägst du deine Rundenbestzeit. Dann wird das halbwegs brauchbar werden, ja. Das war unsere Rundenbestzeit. Nein! Okay, merke, die Stelle muss ich mir merken, ja. Ruhig. Ja, wenn er halt erstmal ausschlägt, ist vorbei. Dann musst du runterbremsen. Das ist halt das Bittere da dran. So.
Dafür hat er es halt auch ordentlich drauf. Ja, der zieht schon verdammt stark. Wenn der nicht rutschen würde. Ich habe die Gänge neu eingestellt. Probier mal, ob das hilft. Es liegt nicht an den Gängen. Nein, don't play with the gangs. Mit den Gängen. I don't want this. No. Ich fühle mich wie, als ob man mich benutzt hätte. Es sind nicht die Gänge. Hör auf. Ja, okay, das soll reichen. Das wird schon irgendwie werden. So, Qualifikation. Bin mal gespannt, wann es uns hier raushaut. So. Ah, wisst ihr was? Ich will mal was probieren. Das kann man mit keinem Wagen als mit dem V-Mac hier besser machen. Daher probiere ich das jetzt am besten mit dem V-Mac. So, dafür müssen wir die ganze Strecke einmal rückwärts fahren. So. Mann, rückwärts ist die ja gar nicht so schwer. Ist ja voll gemein. Ja, ihr werdet definitiv die Automatikbremse erleben. Im nächsten Part vermutlich dann, ja. Denke mal, das wird hier eh wieder ein extra langer Part, weil ich schon wieder trainiert habe, weil ich so lange fahre. Oder weil ich jetzt hier auch dieses Experiment für die Qualifikation mache. Heilige Scheiße, ist da nichts abgerutscht. Mein Gott. So wie wir alle. So. So. Sag mal, waren diese Warnschilder da gerade gespiegelt, die gesagt haben, hier guck mal, scharfe Kurve, pass mal auf. Die waren doch gerade gespiegelt. Oh mein Gott, falsche Texturen. Oh mein Gott, Total Immersion Racing. Oh mein Gott, falsche Texturen. Oh mein Gott. So. Ah, ist ja eh egal. Wir wollen ja eh kein Rennen fahren. Oh, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich den Weg nicht genommen. So. Wir fahren jetzt hier noch ein bisschen weiter und umdrehen. Das ist schon geil, wenn der durch die Gegend rutscht wie blöd, dann kannst du nicht den Effekt auch benutzen. Was passiert, wenn ich jetzt über die Ziellinie fahre? Muss ich dann die komplette Runde fahren, ohne dass die Quali gewertet wird, oder wird die Quali gewertet? Tatsache, ich kann die Runde fahren, ohne dass die Quali gewertet wird. Der merkt sich also tatsächlich auch bei der Qualifikation, welche Rundenzahl du hast. Du kriegst halt nur eine Runde, in der das Rennen geht. Aber im Endeffekt, das ist natürlich praktisch, weil dann bist du besser eingefahren und alles und dann machst du vielleicht eine bessere Qualifikationszeit. Nachteil, du hängst hier rum, mal wieder und musst jetzt die komplette Strecke nochmal fahren. Wobei es völlig egal ist. Hallo Zuschauer. Hey, hi. Kommt, wir winken mal. Kommt schon. Ihr wirkt etwas erschlafft. Ich hoffe, euch geht's gut, ja? Aber keine Sorge. Mir geht's auf jeden Fall gut. Ich habe zwar diesen Wagen hier, mit dem ich nicht ganz so klarkomme. Was ich auch noch versuchen könnte, wäre Gas und Bremse mittels des anderen Sticks, ja. Ja, das wäre halt auch wieder, weiß ich nicht. Na, ja, sehen wir gleich. Also ich fahre jetzt erstmal den Cup fertig und dann gucke ich mal, ob es denn hier so weitergeht mit der Steuerungsmethode, weil die ist schon sehr ungewöhnt für mich. Ungewohnt, ja. So. Eigentlich im sechsten Gang, der V-Mac. Ich habe den noch nie im sechsten Gang gesehen, glaube ich. Ha, nicht gerutscht. Ich habe mich verbessert, glaube ich. Das wird echt hart. Es fehlt nur noch, dass sie irgendwelche Unwetterrennen bringen und dann bin ich tot. So.
Und dann startet jetzt unsere Qualifikation. Alter, 10 Minuten rum, ja, das wird eine extra lange Folge. Eine extra, extra lange Folge. Ich muss es irgendwann mal ausprobieren, dieses Experiment. Gib dir Mühe, du hast nur diese eine Runde, um deine Startposition festzulegen. Ich würde alles geben, was ich habe. Weil normalerweise müsste ja eigentlich die Qualifikation trotzdem anlaufen, auch wenn ich rückwärts über die Ziellinie fahre. Und dann wieder vorwärts drüber. Es geht ja nur darum, eine Runde zu fahren, ja? Es geht ja nicht darum, dass die exakt gestartet wird. Naja. Kleiner logischer Fehler. Sowas testet eh niemals jemand aus. Zumindest kein Mensch mit Leben und Hobbys. Oh wei. Oh wei. Also VMAC, das ist schon hart, ja? Deswegen sage ich im zweiten Cup dann Automatikbremse. Aber mit VMAC, definitiv. Das kriegen wir hin. Zum VMAC darf übrigens nur 25 fahren. Das bedeutet das Schild da hinten drauf. Ich weiß ja nicht, irgendwas macht der falsch. Also zumindest auf unseren Hängern. Also ich komme ja ursprünglich von einem Bauernhof. Und auf unseren Hängern, da ist überall diese 25 drauf. Und das bedeutet, dass der nur 25 fahren darf. VMAC darf also nur 25 fahren. Ein Glück, dass er auch nur 25 fährt. Ja. Sonst wäre das ganz schön illegal, was wir hier alles machen, ja. Das wäre ganz schön das Problem. Oh, und rechts an der Seite steht es gleich nochmal, dass er 25 fahren darf, damit man sich nicht wundert, warum dann über der Kreuzung so ein Kerl so langsam fährt, ja? Das ist ja, wow, echter Service, Mensch. Die Japaner oder Chinesen oder was VMAC auch immer ist, sind wirklich ziemlich zuvorkommend. Muss man ihnen schon lassen, ja? So, was war die gute Zeit? War 1,45, ne? Richtzeit. Okay. Ja, nicht ganz, aber... Okay. Ja. Gute Arbeit. Diese Zeit bringt dich ziemlich weit nach vorne. Also fährt er. Ja. Ist in Ordnung. Dritter kann man nehmen. Kann man nehmen. Es wird ja jetzt auch langsam schwerer. Ja, mit ein bisschen Casual-Musik. Machen wir uns ab. Ab geht die Post. Also VMAC, ab geht's. Ich weiß noch, den habe ich immer als Puffer genommen, ja. Wenn es hier in die Kurve ging, weil ich schon die Kurve hier nicht hingekriegt habe, ja. Aber normalerweise mache ich das jetzt nicht mehr. Eieiei, oh mein Gott. Was für Umsehen hier, ne? Ja, ich denke mal, ich kriege das hin. Das geht schon irgendwie. Uiuiui, ich war zu schnell. Hilfe. So. Oh, diesmal sogar im vierten Gang um die Kurve. Das habe ich bisher, glaube ich, noch nicht geschafft. So, und weiter. Da sind sie. Okay. Shit. Ja, ich wollte jetzt nicht mehr bremsen, weil ich hatte Angst, dass er sich sonst wieder wegdreht. So wie er sich immer wegdreht, wenn er sich wegdreht. Oh, jetzt hört man sie wieder. Dieses wunderbare, verlässliche, ruhige Motorengeräusch. Ah, die Motorengeräusche passen nicht, die sind zu leise. Na egal. Hört man halt ein bisschen mehr von der casual, chilligen Musik. Jeder... Scheiße. Scheiße! Alter! Lässt du die Bremse eingehackt, wenn ich von der Bremse losgehe? Mann! Normalerweise kann der Effekt nicht stärker werden, wenn die Bremse nicht mehr gezogen wird, ja? Tschüss. Hast du jetzt davon. Ich habe einen schlechten... Au, scheiße. Ja, einen hat's jetzt erwischt. Der ist jetzt ziemlich gearscht, ja. Eieiei. Im Endeffekt sind wir jetzt Dritter. Vorher waren wir Dritter. Scheiße. Ach, lass mich in Ruhe, du kannst mich mal. Vorbeiziehen, 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 vorbeiziehen. Die schnellste Runde gehört dir. Wenn deine Zeit von keinem unterboten wird, gewinnst du einen. Schade, das hat ihn nicht sonderlich rausgebracht. Hatte ja gehofft, ich könnte ihn drehen oder so. Aber das ist wohl leider im Moment schwer. Okay, aber wir schaffen das schon irgendwie. Erster kriegt man hin. Ja, ja. Irgendwie werden wir diesen Wagen schon freischalten, um ihn dann nie wieder zu fahren, weil er wirklich für Profis gedacht ist und ich alles bin, aber kein Profi. Weil an sich ist der VMAC echt schon verdammt geil. Ja, meine Verzweiflung ging ja damals, als ich den fahren musste hier in der Herausforderung und den mehrfach nicht geschafft habe, ging meine Verzweiflung so weit, dass ich wirklich selber manuell in den Fahrassistenten bin und gesagt habe, das gibt's nicht. Der muss irgendwie, muss das doch gehen, ja. Und es ging nicht. Du konntest ihn nicht stark genug umstellen,
sodass dir das nicht mehr passiert, dass du durch die Gegend schlitterst. Es geht nicht. Das war so traurig, da habe ich mich voll gar nicht gefreut, ja. So. Ja, aber an sich sind die total leicht, ja. Das geht schon. Wenn man so wie ich jetzt ein bisschen älter ist, dann geht das schon, ja. Ich meine, mit meinen 20 bin ich ja nicht mehr der Jüngste. Und ich bin sogar schon bald 21. Es ist schon nur noch ein halbes Jahr. Oh mein Gott. Ich möchte nicht 21 werden. Ab 20 ist man ja schon alt, aber ab 21 ist man wie ein Opa. Wie ein uralter Uropa. Der so alt ist, dass er zu Staub zerfällt. Nein! Ich will ewige Jugend. Okay. Ja, man sieht schon. Es geht. Es geht. Rundenbestzeit. Du bist in deiner letzten Runde. Oh, glatt 1,45. Nicht schlecht. Wer hätte das gedacht? So. Ist trotzdem ordentlich Konzentrationsarbeit, ja. Fast, es ist tatsächlich schlimmer wie Traction Control und Regenwetter. Also keine Traction Control und viel Regenwetter. Oh, 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 nein, nein, nein. Das ist echt kein Zuckerschlecken. Wo sind sie? Okay, da hinten, okay. Boah, jetzt hätte ich fast die falsche Taste zum Bremsen gedrückt. Oh, weia, oh, weia, oh, weia. So, hier nicht mehr rauskommen, weil jetzt können wir es nicht mehr ausgleichen. Das ist das Problem. Das ist die letzte Runde. Wenn wir hier jetzt Scheiße bauen, dann ist vorbei. Das wäre bitter im V-Mac meine erste Niederlage. Oder mein erstes Nicht-Erster werden in der ganzen Herausforderung, ja. Ich meine, sogar im BMW ist es mir nicht... Doch, doch, ich bin... Dritter geworden bin ich bisher nur ein einziges Mal, ne. Das war in Hockenheim in der Karriere, ne. Genau, in der Herausforderung bin ich bisher noch absolut ungeschlagen. Sehr geil. Ja, da wird V-Mac jetzt auch nicht mehr dran erinnern. Ich bin viel zu gut für V-Mac. Um durch V-Mac hier. Wisst ihr schon, ja? Oh. Ja, das fahren wir souverän nach Hause. Sehr schön. Perfekt, ey. Wuhu. Wird zwar keine besten Zeit. Ach, keine Bestzeit. Aber wer braucht sowas schon? Ein tolles Rennen. Du hast gewonnen. Absolut verdient, ja. Es sind 17 Minuten um und ich habe noch zwei Rennen vor mir. Oh, leck mich. Okay, 11 Punkte. Yo, weiter geht's. Direkt weitermachen. Das nächste ist Hockenheim. Natürlich ist das nächste Hockenheim. Was soll es auch sonst sein? Jetzt bringt er am besten noch so einen Hammer wie zum Beispiel die japanische oder die chinesische Strecke, ja. Ich meine, schließlich ist das hier V-Mac. Das ist japanisch. Da kann man auch gleich die Strecke bringen. Das wäre eine Katastrophe hier jetzt mit dem Disseminator. Leg in dieser Runde eine gute Zeit vor, wenn du eine gute Startposition haben willst. Ich meine, wenn ich mich nicht täusche, Minato ist, glaube ich, eine fiktive Strecke. Also die gibt es nicht wirklich. Aber sie ist angelehnt an die berühmten japanischen Stadtkurse, die es wohl öfters mal gibt. Oder chinesischen Stadtkurse, keine Ahnung. Also die hat ein reales Vorbild, aber die gibt es in echt gar nicht. So habe ich das mal gelesen. Währenddessen düsen wir hier... Ah, es gibt einen sechsten Gang, sehr schön. Der V-Mac kommt halt ziemlich hoch, ja, was die Höchstgeschwindigkeit geht und so. Was auch bedeutet, dass man ihn stark runterbremsen sollte, so wie ich das nicht gemacht habe. Ja, aber das kriegen wir hin, ey. Das wird ja ein lockerer Sieg, hoffe ich mal. Und im nächsten Cup seht ihr die Automatikbremse, yay. Da freue ich mich auch schon drauf, vielleicht, weiß ich noch nicht. Hui, das war knapp. Was hätten wir denn gestriffen? Wie sieht es denn eigentlich innerhalb von so einem V-Mac aus? V-Mac, ja. Verdammt, wo ist jetzt die Taste für die Ansicht? Hier. Wow, natürlich stylisch auf der rechten Seite. Das ist natürlich nicht schlecht. Oh nein. Also merke, die Kurve ist schwer. Los geht's, V-Mac. Do it. Be first. Oh, zumindest nicht letzter. Weil letzter muss man sich immer an 5 Autos vorbeikämpfen. Das ist voll scheiße. Ah, oh. Kurve sogar noch zu eng genommen. Also denkst du, knallst voll ins Aus und dann knallst du ins Aus auf der anderen Seite.
Bei Mario Kart wäre das nicht passiert. Boah, auf Mario Kart freue ich mich schon so. Ich brauche eine scheiß Capture-Card. Ich will Mario Kart Let's Playen. Auf der Wii, aber das Double Dash für Gamecube, weil das war das geilste Mario Kart, das es jemals gegeben hat. Da kommt auch so ein 8er Mario Kart oder so ein Mario Kart Wii nicht ran. Oh, weil Scheißzeit. Gute Leistung. Arbeite an deinem fahrerischen Können, dann gehörst du bald zu den Gewinnern. Also, es war gut, aber das war scheiße. Nein! Ernst? Ach du Scheiße. Das sind die Richtzeiten. Oh Gott. Oh Gott, ich bin verloren. Das Rennen ist gestartet. Gib Gas, jetzt drück doch mal auf die Tube, du hast Windschatten, komm schon. Wow, nicht gestriffen, nicht schlecht. Und jetzt überholen, 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 überholen. Wir müssen Erster werden. Man hätte mir die Quali eigentlich auch sparen können, wenn ich Letzter werde, ja. Ja, bisher läuft's gut, ja. Kann man schon mal so sagen. Bleib von mir weg, berühr mich nicht. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Nicht schlafen, nicht schlafen. Weiter geht's, weiter geht's. Wir müssen hier weg, wir müssen von denen weg, wir müssen von denen allen weg. Die sind gefährlich, wir müssen von denen weg. Brumm, 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 brumm. Komm schon. Das sieht noch brauchbar aus, ja. Aber die werden immer wieder näher kommen. So. Ja, halbwegs brauchbar genommen. Halbwegs. Okay, der kommt näher. Oh, oh. Oh, war ja, aber es sieht gut aus. Wenn wir hier gewinnen mit Bestzeit, dann sind wir definitiv Cup-Gewinner. Dann kann mir alles egal sein. Sogar die Strecke, die danach kommt. Ein Hockenheim Oval wäre ganz geil. Ein Hockenheim Oval, ja. Ich bringe dir auch mal ein Hockenheim Oval, ja. Ich meine natürlich ein Rockingham Oval. Da könnte ich definitiv mitleben. Das wäre geil. Ja, hier hat sich bereits alles eingegliedert zur Reihenfolge und so. Das wird sich nicht mehr ändern, das ganze Rennen lang nicht. Außer sie erreichen uns und wir würfeln nochmal was durcheinander. Und selbst dann wird es sich nicht mehr ändern. Wir haben ja letztes Mal gesehen, bei V-Mac ist es so, der hat keinerlei Rechte, was die Zielberechnung angeht. Da wird dann gesagt, ey, guck mal, ich habe hier schöne Namen. Die fahren sonst McLaren hier, ey, katsching, katsching, da fließt Geld. Und dann, ja, und dann ist der McLaren-Fahrer auf einmal besser, obwohl er eigentlich 2 Sekunden später ins Ziel gekommen ist, ja. Hi, jetzt hatte ich den Wagen nicht mehr unter Kontrolle. Oh, oh. Oh, oh. Lasst mich alle in Ruhe, ich bin viel schöner als ihr. Oh weia, oh weia, oh weia, aber wir entfernen uns. Du hast mit der schnellsten Runde des Rennens das Tempo vorgegeben. Ja, Rundenbester ist immer was Schönes. Wenn wir die nur behalten könnten, das wäre der Hammer. Ich meine, wir wären eh wieder Erster auch im letzten Rennen, aber so langsam merkt man, dass das Niveau steigt, ja? Man merkt es tatsächlich, ja? Der McLaren, das wird dann auch wieder ein Cup, der, na? Wo man mal drüber nachdenken muss, ob der so einfach wird, ja? Das war schlecht genommen. Oh, die Reihenfolge ändert sich doch nochmal ein bisschen vielleicht. Na, mir soll's recht sein. Hauptsache ich bleib Erster. Und Bonazza ganz weit weg. So. Noch 300 Meter. 200 Meter. 100 Meter. So. Gut, gut, gut genommen. Gut genommen. So ein bisschen. Oh, absolut perfekt. Absolut perfekt. Ganz weit weg sind sie. Ganz weit weg. Huh, ist das schön. Das freut mich richtig. Und es ist dann nur noch eine Runde schon. Oh Gott, ey. Oh, oh. Zu spät gebremst? Nein. Zum Glück noch nicht. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Ganz weit weg, ganz weit weg. Ja, bleibt schön weit weg, bleibt schön weit weg. Und ich muss sagen, ich krieg ihn wirklich klein. Ich komme mit ihm klar. Es geht. Es geht. Er ist wie ein neuer Bulldog. Mit neuen Bulldogs muss man auch erst klarkommen. Aber dann gehen sie auf einmal extrem gut, ja? Ja, ich weiß das. Ich komme von einem Bauernhof. Ich bin schon ganz oft Bulldog gefahren. Bulldogs fahren ist super. Ja, wir haben jetzt einen neuen, wir haben jetzt einen Messi Ferguson, haben wir jetzt daheim auf dem Hof. Ey, das Ding geht ja mal ab wie Sau, ja. Das ist übel. Vorher hatten wir nur lauter so zwei kleine 32 km/h Bulldogs. Und jetzt der Messi, der ist halt nochmal, der hat einen ganz eigenen Motor, einen ganz anderen.
Und ey, der geht ab, ja. Ich meine, der fährt auch nur 40, aber hey, der zieht. Die letzte Runde. Neuer Rundenrekord mit einem V-Mac, geil. Nicht schlecht. Also ich sag ja, wenn man den fahren kann, dann geht der ab wie Sau, ja. Aber ich kann ihn halt nicht fahren. Ja, mittlerweile sind sie außer Sichtweite. Das ist ganz geil. Das freut mich besonders. Weil dann haben wir fast sowas wie einen Puffer, wo man Fehler machen kann. Wow, wow, wow. Wow, wow, wow. Weiter. Komm schon, weiter. Gib Gas. Brauchst du lange? Gib Gas. Sie kommen näher. Nein. Sie sind nur 3 Sekunden weg. Nein. Oh, ey. Wenn wir das hier mit Bestzeit gewinnen, dann ist das schon eik entspannt. Oh scheiße, der war schlecht genommen. Oh wei. Ich mach's mir eh wieder spannend, so wie immer. Letzte Runde spannend machen, ja? Komm schon, V-Mac, schnittig wie du bist, musst du jetzt mal ordentlich auf die Tube drücken. Gib alles. Oh wei, das war eigentlich total scheiße genommen, aber es geht. Sie kommen uns näher, aber sie kommen nicht nah genug ran. Weil wenn ich mich jetzt nicht ins Kiesbett hau, dann haben wir hier definitiv gewonnen. Mit Bestzeit vermutlich nicht, weil die klaut uns wieder irgendeiner weg, damit es so halbwegs spannend bleibt. Aber naja, wenn es denn sein muss. Meine Bestzeit ist... Oh scheiße, das war nicht die Umgucken-Taste. Ah, das war die Bremse, das ist jetzt die Bremse und die Umgucken-Taste ist jetzt auf dem Gas. Mein Gott. Ah, warte. Wenn wir ins Kiesbett gucken nach einer Kurve, dann sehen wir keine Gegner. Verdammt. Das haben wir gewonnen. Nicht mit der besten Runde, aber wir haben es gewonnen. Oh mein Gott, ja. Komm schon. Boah, geil. 2 Minuten 9 Sekunden. Natürlich kriegt das einer geschlagen. Es ist natürlich der McLaren fahren würde. Ja, klar. Es ist immer dasselbe. So. Boah, natürlich gleich beide McLaren-Fahrer. Ja, natürlich. Hey, jetzt ist es noch nicht sicher. Doch, es ist sicher. Okay. Damit kann ich leben. Und wir fahren Springfield. Wir sind ja schon bei 27 Minuten, deswegen fahren wir jetzt nur das Rennen. In der Hoffnung, dass es hier keine Gefahren gibt, die ich, tollpatschig wie ich bin, sofort nehme. Scheiße, ey. Danke. Das ist die erste Gefahr. Genau diese Kurve ist so gefährlich. Nein. Nicht in mich reinkommen. Danke. Schön, dass die Umblick haben, die Computer. Danke. Was denkt ihr so denn von mir? Oh, du denkst gar nichts von mir. So. 2 denken was von mir. Das ist ja süß. Wow. Hilf mir mal, du hältst mir gar nicht, du bist voll gemein. Ich hasse dich. Aber es geht bisher. Ja, ey, der V-Mac ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, ja. Einfach nur meine Parkkünste, die besser geworden sind, die waren vorher schlecht. Oh, ey, ich habe gerade dieses Handy, Verbindungstüten hatte ich gerade in meinem Kopf, das tut frei weh, ja. Ah, ihr wisst schon, wenn ihr euer Handy irgendwo habt und da ist auch ein Lautsprecher und dann geht das irgendwann. Das hatte ich gerade in meinen Kopfhörern. Das ist nicht so geil. Und nicht mal mehr einen neuen Kommentar gekriegt, weil mein Handy hat nicht vibriert, ja? Da ist nichts gekommen, das ist voll unfair. Das ist wie eh und je. Springfield ist absolut keine Herausforderung. Krass, wie katastrophal zu leicht das Spiel hier Springfield gemacht hat. Ja, gar nichts. Du hast die bisher schnellste Runde des Rennens gefahren. Ich kann nicht mal mehr annähernd einen Rundenrekord. Das gefällt mir nicht. Und die Kurve habe ich scheiße genommen. Oh, das gefällt mir auch nicht. Aber der V-Mac, der sieht wenigstens schön aus in dieser schönen Abendsonne. Vielleicht ist dieses Auto ja doch gar nicht so schlecht. Ist vielleicht nicht das Beste, weil Panos ist eigentlich das Beste. Aber V-Mac ist auch nicht so schlecht. Er könnte besser sein.
Man hätte ihn aber auch noch schlimmer verhunzen können. V-Mac, du bist scheiße! Ich hasse dich! Hör auf, das künstlich spannend zu machen! Keiner möchte Spannung sehen. Schon gar nicht meine Zuschauer. Das sind lauter so Stubenhocker, die nichts drauf haben und sonst was. Ja, die wollen alle keine Spannung. Die wollen sehen, dass ich Erster werde, ohne dass es auch nur irgendeinen Indiz dafür gibt, dass ich nicht Erster werde. Ist das nicht klar? Meine Güte, V-Mac. Du machst hier alles kaputt. Ich habe das so lange und so gut aufgebaut und jetzt machst du mir alles kaputt. Du bist eine Katastrophe, V-Mac. Mach das nie wieder. Ah ja. Explosive war das gewesen einfach, ja. Seine Hinterreifen, die sind halt einfach so explosive. Das ist halt einfach mal passiert, dass dieser V-Mac ein bisschen durch die Gegend explodiert und dann wird es halt mal spannend, ja. Weil bis man dann einen neuen Motor drin hat in den Hinterreifen. Warte, ich verliere hier mein Thema. Aber bis man einen neuen Motor drin hat in den Hinterreifen, kann das schon ganz schön dauern. So lange haben die anderen Zeit aufzuholen, ja. Man guckt, man sieht sie ja immerhin sogar noch. Hier kommt die Endrunde des Rennens. Das ist richtig. Alle 6 Sekunden langsamer. What the fuck? Ja, die sind natürlich näher gekommen. Shit. So. Perfekt. Nein, nicht perfekt. Ich darf den V-Mac nicht mehr loben. Sobald ich ihn lobe, schlittert er durch die Gegend. Das ist übel. Also nicht mehr perfekt. Du bist scheiße, ja. Fahr nie wieder so. Nein. Ich hab's gesehen. Der wollte schon wieder. Der war schon wieder. Ja? Ich hab's genau gesehen. Und dieses Mal lasse ich mir das nicht geben. Dieses Mal müssen wir souverän siegen mit Rundenbestzeit und allem drum und dran. Und das schaffen wir auch. Nach 33 Minuten. Ja, Partlänge 20 Minuten for the win. Schaffe ich locker. Wer hat schon Parts, die länger als 20 Minuten sind, hä? Niemand. Schon gar nicht Strohi. Strohi macht immer nur 20 Minuten, dann wird exakt die Aufnahme gecuttet, ja? Meine Fresse, das sind jetzt gleich bald 2 Parts. Mann, V-Mac, gib mal ein bisschen Gas, die lahme Karre. Komm schön. Bei Mario Kart wäre ich schon längst fertig, Mensch. Mario Kart dauert so ein Cup 15 Minuten, ja? Hier düse ich so lange durch die Gegend. Also V-Mac. So, und damit ist dieser Cup gewonnen. Perfekt. 1,35 packt man nicht mehr, hm? Nee. Gut gemacht. Das Rennen gehört dir. Und damit auch der Pokal. Absolut perfekt. Yeah. Damit auch der V-Mac. Den dürfen wir jetzt auch immer fahren. Ein Punkt fehlt uns. Nicht schlecht. Wir sind Erster. Freigeschaltet. Der V-Mac. Das neue Team. V-Mac 320R. Sauber. Ah, Sebring-Pokal. Sebring. Was war der Flughafen? Oh, komm, ey. Nur Sebring? Und das mit V-Mac? Ah, leck mich, ey. Da habe ich mir auch wieder was Schönes gesucht. Ja, verdammt, Sebring ist doch die rutschige Strecke. Wie gemein ist das denn, ey? Ah, ist das böse. Naja, egal. Das schauen wir uns auf jeden Fall in der nächsten Folge an. Von daher, falls euch die Folge gefallen hat, würde ich mich über ein Like und einen Kommentar freuen. Ebenso über ein Abo, falls ihr mich weiterverfolgen wollt. Wir sehen uns wieder in der Folge 41, glaube ich, von Let's Play Total Immersion Racing. Bis dahin, Servus.